Willkommen, X-Defiant. Wir haben das M4 dabei. Ja, die neue Map Clubhouse oder Clubhouse Map in Deutschland. Ja, nicht viele Spieler haben eine Map in Deutschland, beziehungsweise fällt mir jetzt gerade nicht so spontan ein. Auf jeden Fall haben wir das M4 dabei. Das M4 ist für mich eine der schlechteren Waffen in X-Defiant. Von den Sturmgewehren würde ich das M4 persönlich als die schlechteste Waffe sogar sehen. Das ist crazy, weil in fast jedem Shooter ist die M4 Top-Tier. Ich weiß nicht, ich werde einfach nicht warm mit der. Selbst das M16 gefällt mir besser als das M4. Ich hatte sehr harte Struggle-Runden mit dem M4 überhaupt irgendwas hinzukriegen. Aber heute möchten wir nicht über das M4 reden. Mein bestes Loadout, was ich benutzt habe, habt ihr ja gleich am Anfang hier schon gesehen. Und ja, heute reden wir eher über die Map Clubhouse. Ich finde, die Map ist sehr gut getroffen. Erinnert mich wieder an meine alten Zeiten in Rainbow Six Siege. Und da ist in meiner Ansicht das Problem. Wir haben hier eine sehr gute Map für ein anderes Spiel. Ich finde, Clubhouse spielt sich seltsam. X-Defiant Maps spielen sich allgemein seltsam. Wir haben uns so dran, oder ich persönlich habe mich so sehr an das System von COD gewöhnt. Vor allem, meistens ist es in COD, dass die Maps gespiegelt sind. Du hast ein Haus, auf der anderen Seite ist auch ein Haus. Mein Team hat links das Fenster, das Gegnerteam hat auf der anderen Seite rechts das Fenster. So ein bisschen gespiegelt halt. Hier in X-Defiant, die Gegner haben vielleicht ein Haus, wir haben nichts. Wir haben dafür Deckung und so. Also es ist immer, ich finde, die Maps wirken nicht so gespiegelt, wie ich so aus COD oder so kenne. Es ist ein bisschen schwer für mich noch in die Maps reinzukommen. Es gibt ein paar Maps, mit denen ich mich wohlfühle. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Es gibt eine in der Mitte, ist so zwischen ein paar Häusern, ist dann immer so ein Container. Ich glaube, ein bisschen kälter, New York. Auf jeden Fall ist eine schöne Map und so. Aber ich finde, die Maps wirken manchmal, je nachdem, auf welcher Seite man spawnt, hat die einen Vorteil oder einen Nachteil. Ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen unbalanciert. Clubhouse oder Clubhouse ist mir wirklich aufgefallen, dass das eine der Maps ist, auf denen ich mich wohlgefühlt habe und zeitgleich habe ich sie nicht leiden können. Irgendwas hat mich hart gestört an ihr und es war, ich habe es gemieden, drin zu kämpfen. Ich mochte den Aufbau drinnen eigentlich sehr wenig. Deckungstechnisch und alles. Irgendwie, es hat sich falsch angefühlt, in der Map drin rumzulaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, die Map ist dynamisch, macht Fun, aber irgendwie stört sie mich auch. Ich kann aber nicht genau pinpointen, was mich nervt. Dieser Außenbereich, zu wenig Überblick, wenn man unten ist. Von hier oben ist es aber zu mächtig. Innen drin, oben, finde ich, hat man nicht wirklich viele hüfthohe oder schulterhohe Deckung, wo man dann um die Ecke gucken kann. Da stehst du immer komplett offen. Und ja. Ich finde die X-Defiant Maps, diese Map hier ist zum Beispiel auch in Ordnung vom Aufbau her. Die ist relativ fair. Gespiegelt, finde ich, aber das kleine Dorf finde ich unfair. Die Spawn-Leute auf der Seite unten, nenne ich es jetzt einfach mal. Kann ich nicht sagen. Ist das ein Fischmarkt? Es gibt ja ein Team, das spawnt oben auf so einer grünen Fläche, das andere spawnt in so einem kleinen, im Dorf mehr drin, während das andere auf so einer kleinen grünen Fläche spawnt. Ich kann das nicht sagen, also unten und oben ist das für mich. Bei der einen Spawn kannst du dich an eine Ecke setzen, wo dein Kopf nur rausguckt und dann auf die andere Seite schießen an Leute, die vorbeirennen. Manche gucken dort auch. Die stehen da komplett offen, wenn ich nur headglitche. Das sind keine fairen Spiegelungen der Map, wollte ich gerade sagen. Das ist so das Einzige, was ich merke. Und das ist bei Clubhouse extrem heftig, finde ich. Bei Clubhouse oder Clubhouse finde ich das wirklich stark, dass die Map in Rainbow Six Siege, wunderschöne Map, macht sehr viel Spaß zu spielen. Hier, das gleiche, schöne Map. Sicherlich für Rainbow Six Siege immer noch eine wundervolle Map. Aber für X-Defiant, ich weiß nicht. Ich werde halt einfach nicht damit warm. Ist natürlich ein bisschen anders. Glaube ich zumindest. Es ist einiges umgebaut. Alles ist offen an Durchgängen im Regelfall. Aber, ja, ich werde halt nicht ganz so warm mit der Map. Ich frage mich, wie die anderen beiden Maps sein werden. Aber es ist eine schöne Map. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die spiele. Es gibt nämlich so viele Maps, die ich gar nicht leiden kann. Und ich kann auf der Map immerhin mit einer Handvoll Waffen gut spielen. Also jetzt so ein M4 oder so ist auf der Map nicht so gut. Aber die ist in Ordnung. Aber irgendwie finde ich sie unangenehm, weil sie nicht ganz balanced ist. Aber es ist jetzt so eine Sache zwischen in Ordnung, spielbar und gleichzeitig auch sich falsch anfühlend, eher gesagt. Sie fühlt sich nicht so richtig an, aber es gibt hier immer noch in dem Spiel kleine Dorf zum Beispiel. Das ist mittlerweile eine Map, die ich nicht mehr leiden kann.
Aber ja, es ist schwer zu sagen. Die Maps allgemein sind ein bisschen... Ich weiß nicht, entweder sind sie zu klein teilweise, man kommt zu schnell von A nach B, zu wenig Deckungen. Ich habe echt zu strugglen. Das hier ist die Map, die ich meine. Das hier ist eine der Maps, die ich sehr gerne spiele. Aber sonst, ja, es ist schwer zu sagen. Die Map hat ein bisschen mehr Deckung und so. Ich mag den Aufbau der Map. Ich fühle mich hier einfach wohl. Aber ja, ist schwer zu sagen. Sagt mir mal, was ihr vom Clubhaus haltet oder allgemein von den Maps. Sind die zu klein, sind die zu groß? Für mich sind die ein bisschen zu klein. Man ist zu schnell wieder an den Gegner ran nach dem Spawn. Gerade in Capture the Flag, nicht Capture the Flag, aber hier im Domination und so. Wirklich ein bisschen zu schmal. Gerade für Sniper ist die ziemlich ein bisschen schmal. Ciao, ciao.